Hallo und herzlich willkommen zur 102. Episode von Pathfinder Kingmaker. So, wir werden uns jetzt zum ersten Standort aufmachen von den Schwestern, Hexen oder was auch immer das sind. Das Grab, das vor langer Zeit Zyklopen in den Fels geschlagen hatten, war von neugierigen Augen gut versteckt, da die üppige Vegetation den Weg dorthin geschickt verbarg. Hätten wir nicht genau gewusst, wo wir suchen müssen, wären wir ohne etwas zu ahnen vorbeigelaufen. Der Eingang war mit einer riesigen Steinplatte verschlossen, die mit der angrenzenden Mauer zu verschmelzen schien. Allerdings schlossen wir aus einigen schuppigen Büschen und entwurzelten Efeuschlößlingen, dass sie kürzlich bewegt worden waren. Wir sagten das Wort, das uns die gesichtslose Schwester verraten hatte. Keep bedeutet Dunkelheit. Es ist ein altes, vergessenes Wort, einer alten, vergessenen Sprache. Wie ein verblasster Knochen einer unbekannten Bestie in der Wildnis. Das Wort ausgesprochen hatten, glitt die Steinplatte fast lautlos zur Seite und gab den Blick in eine feuchte und modrige Dunkelheit frei. Um nicht eingeschlossen zu werden, blockierten wir die offene Tür mit einem großen Stein, was sich als kluge Entscheidung erwies. Just in einem Moment, als wir eintraten, versuchte die Tür nämlich sich hinter uns zu schließen, was der Stein allerdings verhinderte. Hinter der Tür befand sich ein geräumiger Korridor, der einst offenbar Kreaturen gedient hatte, die weit größer waren als Menschen. Die Luft war feucht und die mit Flachreliefen und Zeichnungen geschmückten Steinwände waren vollständig von einem widerlichen öligen Schimmel bedeckt. Also, durchsuchten wir den Korridor vorsichtig nach Fallen. Gräber und Fallen gehören zusammen wie Feder, Tinte, Barbaren und Raserei oder Beamte und Schmiergeld. Dieses Grab war keine Ausnahme. Es gab zwar keine Druckplatten am Boden oder schwere Steine, die nur darauf warteten, auf uns herabzufallen, aber unter dem Schimmel war ein magisches Symbol verborgen. Eines dieser Symbole, die man besser nicht ansehen sollte. Nachdem wir unsere Suche abgeschlossen hatten, untersuchten wir vorsichtig den Schimmel an den Wänden. Mit Otto sind die Pilze in einem Kerker gefährlicher als jedes Monster. Zahllose Abenteurer sind schon an giftigen Sporen erstickt, wurden verbrannt oder aufgelöst, nur weil sie nicht auf den Gedanken kamen, ein botanisches Lehrbuch zu Rate zu ziehen. Glücklicherweise war der Schimmel in diesem Grab zwar klebrig und widerwärtig, aber absolut harmlos, mit diesem Wissen gerüstet, folgten wir dem Korridor. In der Mitte der Grabkammer stand ein riesiger Sarkophag, dessen Deckel nicht weit entfernt auf dem Boden lag. In dem Sarkophag lag ein riesiges Skelett, dessen einäugiger Schädel unheimlich an die Decke starrte. In seinen knochigen Fingern hielt das Skelett eine Räucherkessel aus Messing, die ebenfalls die Form eines einäugigen Schädels hatte. Neben dem Sarkophag entdeckten wir die hagere Gestalt einer in einen grauen Umhang gehüllte Frau. Sie atmete nicht, und wir mussten sie nicht lange untersuchen, um die Ursache ihres Todes festzustellen. Die Zyklopen hatten jeden Eindringling, der das wagen würde, ihre Gräber zu plündern, eine böse Überraschung hinterlassen. In unserem Fall, in Form eines magischen Todessymbols, das sie neben dem Kopf des Skeletts in den Sarkophag geritzt hatten. Das Symbol muss die Schwester auf der Stelle getötet haben, als diese den Deckel als Sarkophags anhob. Zu unserem Glück konnte die Falle nur einmal ausgelöst werden und so untersuchten wir die Krypta und den Räucherkessel, um herauszufinden, wozu die Schwestern all diese unheimlichen Gerätschaften brauchten.
den Zeichnungen und Wänden nach zu urteilen, verehrten die Erbauer dieses düsteren Orts offenbar Charon, den gottgleichen Erzdämon des Todes. Bei den Ritualen seiner Diener kamen ähnliche Räucherkessel zum Einsatz. Der aus seinen Augenhöhlen entweichende Rauch symbolisierte eine zu ihm fliegende Seele. Haben sie Schwestern irgendein Ritual begangen? Wollten sie im Ende Charon selbst beschwören? Ein schrecklicher Gedanke. Nach der Erkundung des Grabs untersuchten wir den Leichnam der Schwester. Als wir das Tuch vom Gesicht der toten Frau entfernten, fuhr uns ein Schreck in die Glieder. Die Tote hatte überhaupt kein Gesicht, stattdessen war da nur eine graue Oberfläche, die an eine primitive Tonmaske erinnerte, mit einem Loch anstelle der Nase und einem Spalt anstelle des Mundes. Welche Macht konnte ihr das nur angetan haben? Als wir den Leichnam untersuchten, stellten wir fest, dass die tote Frau kein Mensch war. Sie war ein Feenwesen, eine Art Nymphe, die durch einen unbekannten Zauber entstellt worden war. Da sie nichts von Interesse bei sich trug, nahmen wir den Räucherkessel und verließen das Grab, das nun auch zur letzten Ruhestätte der Frau geworden war, nach der wir gesucht hatten. Okay, damit wäre das eigentlich mehr oder weniger erledigt. Nichts mehr Interessantes. Dann schauen wir gleich das nächste und schauen wir darauf. I need to catch my breath. Ja, rasten wir gleich mal. We are running short of supplies. I hope there are people in this party ready to hunt or ready to go without food until we replenish our stocks. Wir haben den besten Jäger. The food will come by the hunt or by trade. Ja, super. Uiuiui, wieder ein Dungeon. Mit Cape geht alles auf. Ich fühle mich nicht so schwer. Prag, ein von toten Leibern umgebener Barbar lehnt sitzend an der Wand. Er scheint mehr tot als lebendig zu sein. Sein Gesicht ist eine einzige blutende Wunde, von der Hautfetzen herabhängen. Als er deine Schritte hört, wendet er sich mit blinden Augen dem Geräusch zu und hebt mit letzter Kraft sein Schwert. Freund oder Feind? Dugard schickt uns. Dugard, natürlich, der alte Mann würde nie jemanden zurücklassen. Aber es ist zu spät, ich bin der Einzige, der noch zu retten ist, aber das könnt ihr ebenso gut lassen. Ich werde mich schon bald zu den anderen Toten gesellen. Wer seid ihr? Ich bin Prag, der Sohn von Verik und Dül, vom Stamm der Tigerherren. Wir kamen aus Numeria, falls ihr meine Leute seht, sagt ihnen wo und wie ich gestorben bin. Aber ihr lebt noch, hört nicht auf zu kämpfen. Es ist zu spät, um zu kämpfen. Ich spüre, wie das Leben mit jedem Atemzug aus meinem Leib weicht. Was ist hier passiert? Diese verfluchte Hexe hat uns hierher geführt, hat ständig von einer erhabenen Unternehmung gefaselt und uns zu Klöpenschätze versprochen. Tja, ihr seht ja, was wir bekommen haben. Wir hatten das Grab kaum betreten, als uns tote Zyklopen angriffen. Dann gab es einen Lichtblitz und alles wurde noch verrückter. Es war, als hätte sich ein rotglühender Nagel in mein Hirn gebohrt. Plötzlich hatte ich das unstillbare Verlangen zu töten.
Egal wen, ich widersetzte mich mit Mühe, aber die meisten von uns hatten weniger Glück. Was folgte, war ein Blutbad, ein Albtraum, in dem man nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden konnte. Wir wollten uns zurückziehen, aber sie folgten uns. Einer packte meinen Kopf und drückte zu, hätte ihn beinahe zerquetscht wie eine Zitrone. Meine Augen, das letzte, was ich sah, waren seine Finger. Wenn Vaher ihm nicht die Hand abgehackt und mich da rausgeschleift hätte, wäre ich längst tot. Sie hatten ihnen in letzter Sekunde die Tür vor der Nase zugeschlagen. Wo war Vaher? Ich habe seit einer Weile nichts mehr von ihr gehört. Vermutlich ist sie mittlerweile auch tot. Eine spaßige Schatzsuche, was? Ich werde euch heilen. Bemüht euch nicht, wer braucht schon einen blinden Krüppel? Es wäre am besten, ihr tötet mich, dann sterbe ich wenigstens wie ein Kämpfer mit dem Schwert in der Hand. Bereit, Gorum gegenüberzutreten. Mutig in der Schlacht, demütig im Angesicht der Vergessenheit. Ihr seid ein wahrer Krieger. Was faselt ihr da? Ich gehe nach Elysium, um an Gorums Tisch mit den größten Kriegern aller Zeiten zu tafeln. Karim schüttelt seufzend seinen Kopf. Ich bin gut, eure Zeit ist noch nicht gekommen. Die Wunden des Barbaren schließen sich, aber er bleibt blind. Es bedarf einen mächtigen Zauber, um sein Augenlicht wiederherzustellen. Dennoch atmete er erleichtert auf. Danke, ich weiß zwar nicht, wie ich weiterleben und was ich tun soll, aber mir fällt schon etwas ein. Ihr schafft das, ganz bestimmt. Ich muss gehen. Gorum segne euch. Lol, und dann lassen wir ihn einfach liegen, was sind diese Beilen. Feuer widerstehen. Der zerschmetterte Leib einer Barbarin liegt der Bodenplatte, die die Tür öffnet. Sie ist vor kurzem gestorben, vermutlich durch starken Blutverlust. Das muss Vaher sein. Okay. Ich würde ihm gern helfen, dem Blinden. Repent! Yourself is cold. This requires your time. Magischer Waffenrock, gönn dir. Magischer Ring, magischer Umhang. Was haben wir da bekommen? Waffenrock plus 3. 5. Hättest du auf jeden Fall mehr Rüstschutz. Let's see, was bringt nochmal ihr Dings? Von plus 3 Würfeln zusammen mit Wissen. Okay, aber das ist schon wichtig. Ja. Und der Umhang. Okay, ist nur ein Glas. Okay, das ist nichts Besonderes. I did as you asked. Vorderkaiser, gepriesen durch die Jahrhunderte, denn er ist der Größte der Großen. Okay. Datorisch. Feindliche Barbaren. And Lindsay was called forth. Gebiet Gegner, okay. The end holds me. To victory! Your life ebbs low. Und ihr Dunks, oder was? Bis alle zwei Hände haben. No stopping now. Hier gibt's sonst nichts.
Onwards. I don't like surprises. It's just not my lucky day. Applause, please. Super Lindsay. Du hörst, wie sich irgendwo tief im Kerker Türen öffnen. Ui. We can do it! Who will prevail? Done and done. Aves Blut Abyss. March on. Hier irgendwo anders aufgegangen. Moment mal, da ist auch noch eine Tür. Druckplattenritzel. Finish him quick. Strike with all your might. No stopping now. Applause, please. Oh, das ist so knapp. Boah. Negative Stufe. Well, kann es sich sowas was lost in thought. Genesung geht alles. I see something. Anything else? Applause, please. Lindsay ist verlass. Applause, please. Auch wieder alles verschlossen. Weißt du, ob es da unten noch weiter geht?
It is done. Ist auch nicht wert. Ich weiß nicht, ob ich ihn abstellen muss auf den Flugplatten. Heißt uns am meisten, wir sind bescheidene Diener. Ja, wann das denn gekommen? Es kann nicht alles sein. Probieren wir mal, was ist denn nicht das jetzt zu machen? Sind dann eventuell da hinten irgendwie die Türen offen? Ah, da gibt es übrigens auch noch was. Okay. Habe ich schon noch was. Nicht wirklich gut. Aber da unten gibt es noch was. No stopping now. Vielleicht liegt es was, wo ich here. What troubles you? Make it there. I did as you asked. Onwards. This is for you. Yeah! Oh, ich hab kein Haste mehr. Vorderkäppefall uns zu sterben. Wir starben, was uns Vorderkapp fiel, uns zu heben. Take with him.
March on. Routus awaits us. Just letting the ink dry. Sorry. Onwards, together. I wrote it like I saw it. So, dann machst du mal Pause da. Du begibst dich mal zu unseren Helden. Wahrscheinlich gibt's da nichts mehr, aber trotzdem. Sterbliche sind jämmerlich, nur die Toten kommen Gott näher. Oh, I don't like surprises. Applause, please. Applause, please. Anything else? Ja, das fühlt etwas die Schatzkammer. Applaus, please. It is done. Just letting the ink dry. Anything is possible. Onward! To the dust you will go. Schauen wir mal, ob es am Anfang offen ist, dass wir wieder gemeinsam können. Ready and willing. And Lindsay was called forth. Yes. Patience.
keine Nachteile haben. Es wird eine extra lange Episode. Endlich mal wieder. Dungeon gefällt mir gut. Okay, da sind die Türen zu weiterhin. Okay. Also müssen wir definitiv. Achso, jetzt können wir ja, glaube ich, daher gehen. Na, vielleicht sind da jetzt die Türen offen. Ich würde den Dungeon ganz gerne in der Episode schon noch abschließen, falls möglich. Falls ihr jetzt nicht noch 20 Räume mehr hat, was ich nicht glaube. No stopping now. Okay. Muss ich doch wieder einen zurücklassen? Sich da weiterkommen, scheinend. Dann lass ich the hold up? Da wieder zurück. Moment mal. I am free to do what you ask of me. Die muss ich nicht drucken. Das ist der einzige, die ich anscheinend drucken muss, ist die da. Adventures await. Okay, jetzt weiß ich gerade nicht mehr weiter. Tür geht nicht auf. Follow me. Okay. Ist die zu? Here. Vielleicht um. Onwards. Okay, was ist, wenn du das machst? Wir gehen da rein. Gehen dahin. Ah, muss ich die vielleicht benutzen? Das ist wieder so eine, wo ich jemanden abstellen muss. Das kann natürlich sein. Ja, sieht so aus hier. Okay, alles klar. Dann stimmen wir Eckart da ab. Immer weniger Leute. Ah, scheiße. Okay, jetzt habe ich wenigstens gesehen. Kann da oder darfst. I am yours to command. No stopping now. Auf jeden Fall ist ein neues. Oder? Ah, es ist da offen. Ah, damit kann sie da weggehen. It is done. Jetzt da wieder zu. My
my search was not in vain. We will be victorious! May I suggest another way to use this spell? Ach du Scheiße. Witness how frail your flesh is. Das kann ich nochmal laden. Das Blöde ist, dass sie da immer gleich weggeportet wird und du kannst sie das auch nicht wegnehmen. Das ärgert mich jetzt. Das, wie gesagt, wenn sie stirbt, portet sie automatisch in die Stadt. Dadurch stirbt sie eigentlich nicht, aber du hast sie halt nicht mehr. Du musst sie extra wiederholen. Das ist das, was nervt. LOL. What the fuck? Ich glaube, ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ach du Scheiße, sorry. Ich dachte, ich hätte mehr gespeichert. Ach Gott. I don't like surprises. Wow, das fuckt mich jetzt an. Geht, müssen wir vielleicht die Episode doch abbrechen, Bro. Das ist jetzt Wahnsinn. Aber ich versuch's im Schnellvermodus. No stopping now. Wow, ich würde sagen, Pist. So ein Scheiß. Sorry. What's the hold up? You can count on me. Onwards. Was not in vain. A bus, please. Macho. Yes. Anything else? No stopping now. And then our leader charged forwards. Surprises.
is done. Applause, please. Applause, please. Follow me. Anything else? Applause, please. Oh, sorry. Was lost in... Do not falter! Charge! Don't take with it. Es wird wirklich eine extra lange Episode, aber ich mag es gerne für euch. So, ich kann da ja... Your orders. No stopping now. Du müsst zurückgehen. Keep your eyes open. Sind wir da wirklich in den Gang rein gleich? Wie wenn sie wissen würden. So, speichern wir mal kurz. Nicht, dass wir nochmal alles wieder verlieren umsonst. Was not in vain. Who will prevail? Does it matter? Wenn nicht um die Toten, denn sie sind gesegnet, wenn um dich selbst ein Leben heißt. Gönn dir. Mächtigen Falls Angriff und Schadenswürfe. Sie hat schon plus 3. So der. Gibt mehr Rüstung, ihr könnt mehr Angriff und Schadenswürfe, aber ich hätte gern, dass sie in Rüstung bleibt. Ja. So toll ist das auch wieder nicht. Onwards. Okay, dann schauen wir mal da mal her. I won't let you down. Ah, da waren wir eh. Okay. Ich wollte nur sicher gehen. Okay, dann musst du wieder das aufmachen. Anything is possible. Yes. Yes.
march on. Gruppe wird immer kleiner. Gut, dass wir Hund haben. It is done. Okay, was müssen wir jetzt machen, dass es weitergeht? Wo ist denn der Kunde? Ah, er ist wieder weggelaufen. Ich weiß nicht, warum er das macht. That's what I do. Ja, scheiße, tust du. I'll make my own legend. Onwards! To victory! Jetzt können Sie uns schön folgen. Super, jetzt kann Octavia folgen. Fast folgen. The forest makes care for everyone. Today it shelters and feeds you, tomorrow. Wenn nicht um die Toten, denn sie sind gesegnet, wenn um dich dieselben der Leben leiden heißt. Applaus, please. Was für eine Folge. Das ist ein bisschen eine Entschädigung für die Hunderten, würde ich sagen. Bei der Hunderten ist zwar auch was passiert, aber nicht so Action wie jetzt. No stopping now. I don't like surprises. Anything else? Applause, please. I see something. Applause, please. Gute Sylien, oh, sie haben. Ah, das ist anything else? Da. Follow me. Applause, please. Onwards.
The end draws near. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich eine Tür nicht gesehen habe. What's the hold up? You can count on me. Ah, okay. Nur kurz Zeit. Na gut. No stopping now. This is my path. Depend on me. Adventures await. Ready and willing. I will protect. We should move. I'm open to your orders. Gut, schauen wir mal, ob da irgendwo offen ist. This road we share. Okay, also ich brauche vermutlich beide. Alles ab. Vielleicht zwischendurch sprechen noch. Was für eine Episode. Das ist eine Doppelfolge eigentlich. Ja, ich muss jetzt wirklich bald sagen, wir müssen eine Episode anfangen. It is done. Gerne noch schauen, ob es noch irgendwo Türen gibt, bevor ich das Ganze wieder zumache und die wieder zurückhole. Ja, vielleicht war das alles, aber. March on! Ja, aber das ist diese Tür, oder? Das ist keine Tür, sieht nur so aus wahrscheinlich. Ich werde es aber trotzdem probieren. Es ist doch. No stopping now. You're on guard. Stand ready. We will prevail. Kapitulierter Kämpferzombie. What? Oh, I don't like surprises. Ah!
kann doch Furcht bannen. Oder kann das wieder nur hier? Könntest du machen? Was für ein Kampf. Recht heftig. Yes, I'm still here. I tire of waiting. What troubles you? Magische Turmschild. Die Rüstung ist gar nicht magisch. Also, magische Wurfax, magische Gürtel. Magischer Bogen. Wichtig sind die Pilze. Just letting the ink dry. So, wir müssen mal kurz heilen. Super genesen weg. Puh. Onwards. Schauen wir uns die Gegenstände an. Unfolgsam Wurfaxt. Sehr cool. Gürtel der Riesenstärke. Okay. Komposit Langbogen plus 1. Dann mal was Besseres. Würde ich sagen. Blitzlangbogen und Zielerden kommt plus 3 nicht. Ja, aber das 20 Krummspiel und ein Turmschild plus 2. Ich hab da eh schon, der Kolossalschatten ist
plus 2 sogar ein bisschen besser und sie hat Resistenz, okay, oder wäre der Turmschild plus 2 sogar noch besser? Ja, wenn ich eine bessere Rüstung hätte. Naja, immerhin. So, wir haben das da aufgemacht. Speichern wir mal wieder. Was für eine Episode, ich kann es nicht mehr wieder sagen. Eine Stunde und zwei Minuten bereits. Frage, ob es jetzt noch was gibt oder ob wir jetzt alles haben oder ob da noch was kommt, ob es noch was. Ich kann da ja kann jetzt raus. War das zu? Keep your eyes open. Okay, das bringt mir noch nichts, dass da offen ist. This is my path. Sollten wir, glaube ich, wirklich alles haben, wenn ich mich nicht irre. Magischer Bogen, magisches irgendwas. Wow! Was man da gleich übersieht? Probe des Feuers, Feuer, Euro, okay, wenn man feuerresistent sein will. Start der Bewegungsfreiheit, ja, ist ganz nett. Kompositbogen kurz plus 2. Das ist jetzt die Frage, ob sich der für sie auszahlt. Ja, ich mach zwar weniger Schaden, aber ich treffe besser. Aber das kann's eigentlich nicht entzünden da. Gerade gedacht, die Tür da haben wir noch nicht. Ja. Da ist noch was zu holen. Haben immer noch nicht alles aufgemacht. Kann ich und da ja eigentlich da hier? Ja? Oder so. Hold up. Be on guard. Adventures await. Wir müssen aufpassen, ohne Hund ist gefährlich. Aber ich sage hier jetzt was, ich speichere jetzt ab, auch wenn es super spannend ist, weil wir haben jetzt schon eine Stunde die Episode gemacht. Ich möchte auf jeden Fall hier noch weitermachen, wer weiß, wie lange es noch dauert. Deswegen beenden wir das jetzt hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es spannend weitergeht in diesem Dungeon. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Knupsum, bye bye.